Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Protschka von der AfD, Sie haben ja jetzt auch ziemlich lautstark hier durch die Gegend gebrüllt und Sie haben zum Beispiel formuliert, weil wir die Einzigen sind, die hier Recht haben, hier drin. Das war Ihr Zitat. Und ich weiß, dass Gott sei Dank die Leute, die hier zuschauen und die da draußen, die wissen, glaube keinem Politiker, der sagt, er ist der Einzige hier drin, der Recht hat und weiß, wie alles geht. Diese Zeiten sind vorbei. Kritisieren der Regierung ist erlaubt, natürlich, kritisieren ist erlaubt, machen wir auch, aber Falschbehauptungen, Falschaussagen, Beleidigungen gegen Kollegen, da wehren wir uns dagegen und wir erwarten von Ihnen da einfach ein bisschen mehr Anstand. So, jetzt zum Thema. Die Bitte, und das spiegelt ja uns in unserem Antrag wider, ist, dass Sie einen Praxischeck machen, dass Sie in die Praxis reinschauen, was passiert denn bei den Projekten Smart City. Denn das Ziel war ja richtig. Das Ziel dieser Projekte war, dass wir eben den Kommunen die Möglichkeit geben, digitale Anwendungen zur Verbesserung der Lebenswirklichkeiten der Leute, ihrer Bevölkerung durchzusetzen und umzusetzen, und zwar mit einem Ziel, das Sie sich vornehmen und dass Sie konkret versuchen, aber eben nicht jeden einzelnen Schritt dorthin zu planen und vorzugeben. Und das war eigentlich die Grundidee. Also ein Ziel versuchen zu definieren, zusammen mit der Bevölkerung, aber eben sehr flexibel in der Umsetzung. Und wo stehen wir jetzt, wenn wir mit den Leuten sprechen, die in den Kommunen, in den Smart City Regionen das umsetzen? Die formulieren eben, dass da ganz viel Bürokratie mittlerweile anfällt, dass da ganz viel Rückspiegelung beispielsweise mit der KfW möglich oder nötig ist und dass wir bei den Ausschreibungen auch europäisch natürlich entsprechend Ausschreibungen tun müssen und dass das die Leute an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit bringt. Und deswegen hier ganz klar die Bitte für die engagierten Mitarbeiter, die teilweise wirklich von null an diese Projekte versucht haben, in der Praxis umzusetzen, dass wir ihnen Erleichterung schaffen. Und deswegen da auch noch mal die Bitte, wirklich einen runden Tisch zu organisieren und den konkreten Machern vor Ort zuzuhören, was ist ihr Thema. Denn auch das zweite Ziel, das eint uns ja, das war ja die Idee auch damals von uns als Union, dass wir die ganzen Punkte dann auch weitergeben, dass diese Modellprojekte in die Breite gehen. Aber da genau ist der Knackpunkt. Es ist halt eben, nur weil Open Source draufsteht, nicht getan, sondern dann braucht es Anwälte, dann braucht es Unterstützung, rechtliche Unterstützung, also hochbürokratisch, die dann diese Open Source Funktionen auch tatsächlich in anderen Kommunen umsetzen. Und deswegen auch hier die Bitte, die Frage zu stellen, wer ist der Adressat und wie hole ich ihn ab? Und deswegen zwei konkrete Punkte von meiner Seite, wie wir das Ganze verbessern können, nämlich, dass wir eben überlegen, wie wir eine Weiterbeschäftigung auch organisieren, wenn diese Programme 2027 auslaufen, um dann das Know-how nicht verloren gehen zu lassen, sondern dann auch in andere Kommunen zu tragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Zollner.